Die Arbeiten an der Maschine mit der Bezeichnung ZW, Zugführerwagen, begannen bereits 1934. Daimler-Benz bekam den Zuschlag. Fahrgestell ZW wurde in enger Zusammenarbeit mit der 6. Abteilung des Waffenamtes entwickelt, die die wichtigsten Prinzipien festlegte. Das Ergebnis war nicht eindeutig. Der Panzer war 3 Tonnen schwerer, als er hätte sein sollen. Und das Fahrwerk schien misslungen. Infolgedessen wurde der ZW 5-mal überarbeitet. Beim 5. Mal wurde ein komplett neues Fahrwerk mit Drehstabfederung und 6 Laufrollen je Seite verwendet. Diese Version erhielt die Bezeichnung ZW 38. Der als Panzerkampfwagen 3 Ausführung E bekannte Panzer war der erste ZW, der in mehr oder weniger größeren Stückzahlen produziert wurde. Probleme blieben ihm jedoch nicht erspart. Er konnte die Geschwindigkeit von 70 km/h erreichen, jedoch nur sehr kurz, da es Probleme mit den Laufrollen und dem halbautomatischen 10-Gang-Getriebe gab. Im gesamten Jahr 1939 wurden nur 206 Stück der Ausführung E und dazu noch 44 Panzerbefehlswagen an die Truppe geliefert. Bis Ende 1940 wurden aber 2595 Panzerkampfwagen 3 aller Versionen erwartet. Das Auto musste also unterwegs geflickt werden. Vermutlich lag das daran, dass sie keine höhenverstellbaren Tische hatten. Wenn man den ganzen Tag sitzt, dann staut sich das Blut im Unterleib. Beim Arbeiten sollte man also öfters mal aufstehen, damit das Blut besser zirkulieren kann und das ermöglicht so ein höhenverstellbarer Tisch, wie zum Beispiel der von Flexispot. Er fährt hoch genug, auch für große Menschen wie mich, und hat eine bequeme, hochwertige Tischdecke. Kabel und Netzteile lassen sich in einem dafür vorgesehenen Kabelschacht bequem verstauen. Und mittels einer Kabelkette kann man die Kabel zu Boden führen, ohne dass das Ganze in einem Kabelsalat endet. Für den PC gibt es einen Käfig und zusätzlich ein bequemes Magnetboard für verschiedene Sachen wie zum Beispiel Stifte, Taschenlampen, Konzerttickets oder wichtige Dokumente. Und Fahrrollen für bequemes Umpositionieren. Zwischen dem 7. und dem 9. September bietet Flexispot Rabatte von bis zu 150 Euro. Alle Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Die empfohlene Bewegungsgeschwindigkeit wurde auf 40 km/h festgelegt. Das 6-Gang-Getriebe ZFSSG 76 wurde verwendet, nach einer Umgestaltung und in SSG 77 umbenannt. Der Panzerkampfwagen 3, Ausführung H, der im Herbst 1940 in Produktion ging, erhielt als erster ein solches Getriebe. Es wurde auch die Modernisierung des Fahrgestells durchgeführt. Ab Sommer 1940 begannen sie mit dem Einbau einer stärkeren 5 cm Kanone. Der Panzer nahm schließlich im Frühjahr 1941 konkretere Formen an als der Panzerkampfwagen 3 Ausführung J. Die Herstellzahlen betrugen 1940 ganze 862 Kampfpanzer und 34 Panzerbefehlswagen. Jedoch erreichte die Zahl 1941 bereits 1713 bzw. 132 Stück. Ab Sommer 1941 wurde der Panzerkampfwagen 3 zum unangefochtenen Anführer der deutschen Panzertruppe. Er war der zahlreichste Panzer der ersten Linie und blieb es bis zum Frühjahr 1943. Er wurde weiter verbessert in puncto Waffe als auch beim Panzerschutz. Im Dezember 1941 begann die Produktion des Panzerkampfwagen 3 Ausführung J mit einer 5 cm KWK 39 Kanone mit einem 60 Kaliber langen Rohr. Es ermöglichte die Entfernung, auf die die massivsten feindlichen Panzer zerstört werden konnten, zu vergrößern. Ebenfalls im Dezember 1941 begannen die Arbeiten zum Einbau einer 75 mm KWK L43 Kanone am Panzer. Dafür wurde der Turm des Panzerkampfwagen 4 hergenommen. Diese Version wurde als Panzerkampfwagen 3 Ausführung K bezeichnet, aber sie wurde nie in Metall realisiert. Es stellte sich heraus, dass das Kampfgewicht 23 Tonnen überstieg, was den Austausch des Fahrwerks erforderlich machte. Daher wurden die Arbeiten am Panzerkampfwagen 3 Ausführung K eingestellt. Panzerkampfwagen 3 Ausführung J mit 5 cm KWK 39
L60 wurde also zur Ausführung L. Henschel nannte das Auto bis mindestens Mai 1942 weiterhin Ausführung J. Niemand änderte die Kennzeichnung. Trotzdem müssen Ausführung J mit 5 cm KWK 39 L60 und Ausführung L getrennt werden. Nun ja, angesichts der Tatsache, dass die letzten Panzer der vorherigen Version und die ersten Panzer der neuen Version im Wesentlichen gleich waren, wird die Arbeit komplizierter. Aber wer hat gesagt, dass es einfach wird? Wenn wir Henschel-Panzer ausschließen, kann man annehmen, dass Panzerkampfwagen 3 Ausführung L ab dem April 1942 hergestellt wurden. Eins der sichersten Anzeichen dafür, dass dies kein Ausführung J mehr ist, ist die Konfiguration des Turms. Bereits Anfang 1942 kam die Idee auf, Sichtluken an den Seiten des Turms zu entfernen. Sie machten wenig Sinn, da es keine Sichtschlitze in den Luken gab. Um etwas aus ihnen zu sehen, mussten sie komplett geöffnet werden, was gefährlich war. Außerdem haben sich diese Luken als verwundbar für Panzerbüchsen erwiesen. Natürlich wurden trotzdem noch einige Zeit lang diese Luken verbaut, aber das Fehlen der Luken ist ein klares Zeichen für die Herstellung ab dem April 1942. Ab dem Juni 1942 ist eine der Sichtluken auf der Geschützblende verschwunden, auf der rechten Seite. Logisch wäre der Einbau eines Periskopsichtgerätes, zum Beispiel der Typ Mark IV. Jedoch gab es entweder Probleme mit ihnen oder niemand dachte daran. Aber der Panzerkampfwagen 3 erhielt keine Periskope. Ein charakteristisches Merkmal für einen Panzerkampfwagen 3 Ausführung L war die Zusatzpanzerung an der Stirnseite des Turmunterkasten und des Turms. Sie wurden ab April 1942 auf neu produzierte Fahrzeuge verbaut, aber auch die früheren Fahrzeuge wurden langsam nachgerüstet. Die Zusatzpanzerung war ein klares Plus, da der Panzer 2 bis 4 Treffern standhielt, die davor gefährlich wären. Überschätzen sollte man sie trotzdem nicht, da sie nach mehreren Treffen abgerissen wurde. Aber die Zusatzpanzerung ist kein hundertprozentiges Indiz für die Ausführung L. Daher sollte man auch die Turmseiten ansehen, um die richtige Ausführung festzustellen. Allmählich wachsende Produktionsmengen führten zu der Idee, die Konstruktion des Panzers zu vereinfachen. Im Juni 1942 begann man, die Frontlichter und Hupen einzusparen, die an den vorderen Kotflügeln angebracht waren. Gleichzeitig wurden die Evakuierungsluken an den Wannenseiten gestrichen. Sie waren von geringem Nutzen und schwächten den Schutz ab. Weitere Änderungen an der Beleuchtungsanlage fanden im September 1942 statt. Anstelle von 3 Lichtsignalen, 2 Front- und 1 Konvoilicht hinten, wurden 2 universelle Bosch-Scheinwerfer eingebaut. Sie wurden zuerst bei dem Tauchpanzer verwendet, da sie wasserdicht waren. In der zweiten Hälfte des Jahres 1942 entschied man sich, diese serienmäßig einzuführen, da sie auch Verdunkelungsabdeckungen hatten. Gleichzeitig wurden anstelle der Notdeck-Rücklichter neue Hecklichter eingeführt. Sie hatten auch ein wasserdichtes Design. Während der Produktion änderte sich auch der Turm. Im September 1942 begann die Installation von Nebelwurfkerzen an den Seiten des Turms. In jedem Nebelwurfgerät befanden sich je 3 Granatwerfer für Schnellnebelkerze, 39 Rauchgranaten. Sie wurden im Bereich der vorderen Turmösen angebracht, was bei der Demontage des Turms gewisse Probleme bereitete. Wie die anderen Elemente wurde auch Nebelwurfgerät schrittweise eingeführt. Ebenfalls im Sommer 1942 wurden ähnliche Granatwerfer getestet, jedoch zur Infanterieabwehr. Diese Granatwerfer wurden auf einer kleinen Anzahl von Panzern verbaut. Später wurden sie auf dem Tiger und Tiger II verbaut. Panzerkampfwagen 3 Ausführung L erschien, als die Produktion des Panzers dieses Typs ihren Höhepunkt erreichte. Im April-Mai 1942 wurden 246 Fahrzeuge produziert. Das ist ein Rekord für den Panzerkampfwagen 3. Danach sank die Produktionsmenge stetig. Der Hauptgrund dafür war seltsamerweise die Einstellung der Produktion des Panzerkampfwagen 4 mit 7,5 cm KWK L24 Geschütz. Diese Waffe war sehr gefragt, weil sie ein Projektil auf einer steilen Flugbahn verschießen konnte.
Es stellte sich heraus, dass eine solche 7,5 cm Kanone in den Panzerkampfwagen 3 Turm eingebaut werden konnte, weshalb die Produktion des Panzerkampfwagen 3 Ausführung N eilig gestartet wurde. Die ersten Ausführung N wurden erst im Juli ausgeliefert, doch bereits im Juni senkte das die Produktion von Ausführung L und im August-September 1942 stellte sich Panzerkampfwagen 3 Ausführung N als die zahlreichste Version des Autos heraus. Erst im Oktober 1942 wurde die Fertigung des Panzerkampfwagen 3 mit der Stummelkanone eingestellt. Von Juni bis September 1942 wurden 532 Panzerkampfwagen 3 Ausführung L ausgeliefert, was unwesentlich mehr als die Gesamtproduktion April-Mai 1942 ist. Bereits im Oktober 1942 begann die Produktion des Panzerkampfwagen 3 Ausführung M. Trotzdem kam die Ausführung L an zweite Stelle der Produktionszahlen aller Versionen des Panzers. Die Gesamtproduktion solcher Maschinen betrug ca. 1000 Stück. Zusammen mit der Langrohr-Variante Ausführung J wurde die Ausführung L-Variante zum zahlreichsten deutschen Panzer des Jahres 1942, aber nicht zum besten. Die Schattenherrschaft der 6. Abteilung des Waffenamtes erwies der deutschen Armee einen zweifelhaften Dienst. Anstatt die unbestreitbaren Vorteile des Panzerkampfwagen 4 Ausführung F2 bzw. Ausführung G einzusehen, produzierte die deutsche Industrie weiterhin einen Panzer mit dünnerer Panzerung. Bereits im Sommer 1942 hatte Panzerkampfwagen 4 80 mm dicke Platten und mit einer schwächeren Kanone. So wurden nur etwas über 900 Stück des in Bewaffnung und Panzerschutz deutlich überlegenen Panzerkampfwagen 4 1942 produziert. Panzerkampfwagen 3 Ausführung L war kein schlechter Panzer, trotzdem war er dem Panzerkampfwagen 4 unterlegen. Beim Kampf gegen die Infanterie war das 5 cm Sprenggeschoss dem 75 mm Geschoss deutlich unterlegen. Der Dreier erwies sich als weniger universell. In einigen Fällen war dies von entscheidender Bedeutung. Das deutsche Militär hing zu sehr an den kleinen Kalibern. Ähnlich war es bei den Briten. Doch selbst diese begriffen 1942, dass eine 6 Pfünder keine universell geeignete Waffe war. Daher entwickelten die eine 75 mm Kanone, die später auf eine Reihe von Panzern verbaut wurde. Ein erheblicher Teil der Panzerkampfwagen 3 Ausführung L ging in den Kämpfen der zweiten Hälfte des Jahres 1942 verloren. Trotzdem, im Sommer 1943 waren sie immer noch ein Massenphänomen. Ab Mai 1943 wurden Zusatzpanzerplatten an Wannen und Türmen montiert. In dieser Form wurden sie während der Schlacht um Kurskabogen eingesetzt. Zu dieser Zeit wurde bereits der Panzerkampfwagen 4 zum zahlreichsten deutschen Panzer. Zu Beginn des Jahres 1944 gab es immer noch 920 Panzerkampfwagen 3 aller Typen. Doch erwies sich die Einsatzhäufigkeit als bescheiden. Dies wird durch die geringeren Verluste belegt. Nur 135 Stück Januar bis Mai 1944. Zum Vergleich, vom Panzerkampfwagen 4 verlor die Wehrmacht im gleichen Zeitraum 907 Stück. Zwei Panzerkampfwagen 3 Ausführung L haben bis heute überlebt, einer in den USA und einer in England. Das berühmteste davon ist ein Exemplar in der Sammlung des Bovington Tank Museum. Das Auto kämpfte als Teil der 15. Panzerdivision und ist jetzt in fahrbereitem Zustand. Der Panzer ist einer der Stars des Museums und nimmt ständig an verschiedenen Veranstaltungen teil. Ein zweites überlebendes Exemplar kam aus Afrika und befindet sich jetzt in Fort Benning.